Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETS, dem Einpark-Truck-Simulator. Ist egal. Der American Truck Simulator. Hier sind Navigationsdaten. Ach, dass man diesen Spiel nicht mal mehr laden darf. Das macht die Sache nicht einfacher. Mexiko sieht auch schon geil aus, zumindest das Bild jetzt gerade. Das ist bestimmt Photoshop. So, wir sind mal gespannt, wie wir das am dümmsten jetzt gerade machen. Weil wir müssen noch ein ganzes Stück nach links ziehen, damit der Auflieger dann nach links kommt. Weil durchs Tor kommen wir nicht weiter nach links, weil da ist ja das Tor, denn, ne? Viel weiter geht da ja nicht. Das heißt, wir müssen das im Nachhinein machen. Da. Wegen dem Tor können wir hier nicht viel weiter nach links rein. Wir müssen jetzt gucken, wie wir hier am dümmsten. Sagen wir kurz, wie war das? So, hier war das, genau. So. Ja, klar, Alpha-Wand. Oh, das ist meine Stoßstange. Ja, die ist Alpha-Wand. Ernsthaft, ist der jetzt so eine Drecks-Alpha-Wand? Oh Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wie ist die Alpha-Wand? Okay, so komme ich vorbei. Oh, dieser heilige Pfosten. Auch genannt der Vollpfosten. Weil er nicht hohl ist. Ich meine dich, du Arsch. Komm mal her. Hilf mir mal. Schöne Fälle hier draußen. Habt ihr mehr von denen? Verkauft er die? Hä? So, let's go. Wir machen erstmal hier. So, mal gucken. Wir kommen jetzt hier relativ gerade durch. So, ungefähr. Passt nicht. Das funktioniert nicht. Aber schaut mal, wir sind. Hier hinten schon viel zu weit rechts. Wir kriegen niemals die hintere Achse dort nach links auf das weiße Feld drauf. Wie soll das funktionieren? Und rückwärtsfahren mit dem Auflieger geht halt nicht. Also rangieren geht nicht. Wir müssen mit einmal drauf. Da habe ich mir eine schöne letzte Mission rausgesucht hier. Verfluchte Scheiße. Okay, jetzt habe ich super Kacke gebaut. Jetzt haben wir erstmal hier die Kamera. Ich wollte eigentlich in die 1. Dankeschön. Naja, so kann ich vergessen. Jetzt bin ich komplett raus. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Herr Mömmel. Einige konnte letzte Mission. Ja, nee, ist klar. Normalerweise sind doch die letzten Folgen mal die besten Folgen. Aber die Folge hier ist eine Katastrophenfolge. Mein Rad ist zu fett. So, und jetzt muss ich ein bisschen weiter gerade ziehen. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt müssen wir eigentlich schon nach rechts, weil ich sonst mit dem LKW nicht mehr hinkomme. Das funktioniert doch nicht. Kannst du doch vergessen. Kannst du doch original. Ah, die Kamera schon wieder. Kannst du doch original vergessen. Wo ist das weiße Ding? Ach, da. Funktioniert nicht. Kannst du knicken. Vielleicht ist er ein bisschen gnädig und lässt uns ein bisschen Toleranz hier drinne.
Aber so viel Toleranz, wie wir brauchen. Hey, wir können es ein bisschen überspringen. Ich glaube, das werde ich auch gleich machen. Ja. Ich schiebe den gesamten Hänger wieder raus. Ja, nicht. Fuck you. Okay, ganz einfach, fuck you. Sorry, aber. Das funktioniert nicht. Das Ding bezeichne ich als unsinnig, nicht unmöglich, aber nicht mit dem Aufwand vertretbar, den man da investieren müsste. So, Freibahn mit Marzipan. Erstmal schon wieder die Gedudel andudeln. Ballübergang. So, 150 Meilen. Komm, wir haben grün. Fahr doch, fahr doch, fahr doch, fahr doch. Warum fährst du nicht? Nein. Hallo? Wie wär's mal mit Bremsen? Ja, passt so. Schalt unter die Mutter aus. Schon schaffst es. So. Text and drive, don't let your left word be attacked. Ah, okay. Ja. Yeah. Wow. Ja. Ist schon schön formuliert. Ist schon sehr schön formuliert. Eine schöne Doppeldeutigkeit. Achso, für die, die kein Englisch können. Halt einfach nur. Lass deine letzten Worte keine Textmessage gewesen sein. Naja, also Doppeldeutigkeit in dem Sinne, dass zum einen die Textmessage dich halt umgebracht hat, weil du halt auf dein Handy geguckt hast, schaust auf den Verkehr, dementsprechend Unfall, bumm, bist du tot. Und zwar immer sofort, mit 300%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, also zum einen die Bedeutung und zum anderen natürlich auch die letzten Worte, ist ja immer das, was von einer Person so, ne, das was die Hinterbliebenen, keine Ahnung, irgendwie besonders ist, ne, so letzte Worte, so ich liebe dich und so. Dementsprechend soll die letzten Worte natürlich keine Textnachricht gewesen sein. Ja, also die Bedeutung auch noch, also. Ah, schön, schön formuliert. Direkt mal meine Freundin schreiben. Und da war der Unfall. Ja, ja. Liest sich hier in dem Graben müssen wir mal langfahren. Wuhu! Yay! Wow! Offroad! Extreme Edition 2022! Leider bremst es halt komplett den LKW aus immer. Also ich stehe auf dem Gaspedal, aber interessiert den LKW halt nicht wirklich. Aber fahren macht's trotzdem. So, jetzt lass mich hier wieder rein. Ich bin in einer wichtigen Mission unterwegs. Danke. Ja, muss immer ein bisschen aufpassen mit dem Offroad fahren.
Manchmal sind da so eine Stuka drin, dass du dann direkt Karosserieschaden und alle Schaden bekommst. Da hast du dann so eine kleine Bodenwelle und direkt 100% LKW-Schaden. Das ist nochmal nicht so geil. Deswegen habe ich doch vorher gespeichert. Weil man kann nie wissen, was da kommt. Ja. Denn wie Bushido schon eins sagte, es kommt, wie es kommt. Und wenn dieses Schicksal dich trifft, ja, dann tut's weh. Oh, nur noch 80 Meilen, geht der hier runter wie nix. Können wir wirklich noch ein Stück nach Hause fahren. Weil, also nach Phoenix schaffen wir es auf jeden Fall nicht, keine Frage. Aber wenn wir mal gucken, wie weit unsere andere Garage entfernt ist. Ich weiß gerade gar nicht mal mehr, wo die ist. Und vielleicht können wir zu der sogar noch schaffen, wenn wir ein bisschen rumrasen. Wir werden also jetzt aber auch noch ein bisschen rumrasen hier, wobei wir natürlich mit der Ladung jetzt nicht so viel rumrasen werden können. Also ich meine, wir haben jetzt schon 75 erreicht, aber viel mehr wird es halt auch nicht. Gut, da vorne ist es nur noch 65, da werden wir also einfach auf dem Gaspedal bleiben. So freie Bahn mit Marzipan-Style, ne? 150 mph. Ja, läuft doch. Die Welt gehört mir. Und ich schenk sie mir. Die Welt gehört mir. So, mal gucken. Ah, bricht er natürlich direkt zusammen komplett. Aber wir droppen nicht unter 75. Sehr geil. Aber bei der Volle direkt die nächste Steigung kommt. Und bei der droppen wir auf jeden Fall unter 75. Kannst du machen, was du willst. Oh nee, nicht unter 75. Wow. Das war ja sehr geil. So, mal gucken hier, wo ist eine. Wir müssen schon fast da sein, ne? Da vorne ist aber auf jeden Fall Tankbereich und so. Vorne ist ein wunderschöner LKW, können wir links überholen? Sieht machbar aus. Yay! Woo. Oh, wir müssen da vorne nach rechts. Klar, Exit White, was denn sonst? Exit Wrong? Wird ja schon doof. Polizei! Hello, Mr. Officer! Hello, Mr. Policeman! Ah, weia, weia, weia. Alles frei. Ah, schon wieder hier diese Kanal arbeiten. F. So, da vorne müssen wir. Na gut, das ist noch ein Stück hin, aber wir ordnen uns trotzdem schon mal links ein. Also so ganz links, so ungefähr. Da den Glasscherben. Bummplatten. Was soll das darstellen? Oh, Alter, sieht das hier geil aus. Oh, ich will langfahren. Oh. Ganz viele, Kürbisse. Ob hier in der Nähe auch irgendwo die, das war, wo... Oh, Pestizide. Wo die diese, 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 diesen, diesen,
diesen Startscreen von der Halloween-Version gemacht haben. Hieß es, so ist gut, so kannst du sauber einparken. Yeah. Oh. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also wir fahren auf jeden Fall mal hier lang, das ist schon mal klar. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir nach Hause kommen. Unsere andere Garage. Ich habe halt keinen Plan. Eigene Garage. Da. Nein! Warte! Fuck you! Mist, Bitch, Arsch! So, da wollte ich draufklicken. Ist da hinten. Okay. Ja, das ist doch ein ganz schön weiter Weg. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber hey, wir können es versuchen. Der schickt uns um lang? Was? Hä? What? Klar, ich, um von hier nach da zu kommen, würde ich auch im Kreis fahren und dann wieder da hinten rauskommen. Das macht ja auch voll Sinn. Digga, was ist los mit diesen Simulatoren? Danke. Schon schickt er uns auch unten lang. Das macht mich dezent mehr Sinn. Let's go. Fahr. So, 700 Meilen schaffen wir auf jeden Fall nicht. Schade eigentlich. Aber hey, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben noch eine Viertelstunde vor uns. Oh, das sieht hier gut aus. Holy moly. Auch hier mit diesen komischen Sprengern, die so im Kreis rumfahren, ne? Ist auch super cool gemacht. Und da hinten führt doch ein Sandweg lang. Da ist noch ein Sandweg. Oh Mann, ich will ja alles abfahren, ne? Das ist ja gesperrt. Ich will alles haben. Ich will einen Sandweg-DLC haben. Wobei, hier ist auch Sandweg. Yay! Woo, Sandweg fahren. Wupp. Finde ich krass geil, korrekt. So, da vorne ist es ein bisschen schnucklig. Straße ist frei hinter dem Weißen. Das wird nicht gut gehen. Oh mein Gott, es geht nie im Leben gut. Oh, es ging gut. Woo. Yeah. Mother of God. So, und jetzt würde ich mal sagen, Tachonadel bis auf Anschlag, kommt der Zaun daher. So. Okay. Ach, ja. Cool. Oh, schöne, Alter, diese Gegend, die ich. Texas ist so abwechslungsreich und so schön und so. Oh. Weißt du, früher. Ja, gut, da waren Spiele auch allgemein noch ein bisschen kleiner. Aber, ne, da hat SCS Software halt extra. Ui, so ein abgestelltes Ding. Extra so ein United Kingdom Truck Simulator rausgebracht für eine so kleine Map. Mittlerweile, so groß wie diese ganze Kackscheiße ist, könntest du halt mit jedem DLC ein eigenes Spiel veröffentlichen. Das ist halt so krass, wie viel Arbeit die reinstecken. Und das ist halt auch der Grund, weswegen ich meine. Ich hatte gehofft, jetzt eine Ampel. Die hatten rot und ich könnte einfach fahren, aber nee. Was tut denn jetzt so? Please help me! Ich fahre. Ja, funktioniert. Was will ich gerade sagen? Wo war ich gerade? Wieso? Ich bin ehrlich, ich darf nicht zu viel gleichzeitig machen. Genau. Große Map. Groß. Gute Grüße. Genau. Dass sie. Du könntest halt mit jedem DLC, was rauskam, vor allen Dingen jetzt mit dem Texas DLC, ist halt die Map so groß jeweils,
in diesem DLC, das halt ein eigenes Spiel sein könnte. Und deswegen finde ich es doch überhaupt nicht schlimm, dass das Gesamtpaket so teuer ist. Ne? Gibt es ja manche Leute, die sich darüber beschweren, dass man bei ATS und ETS die ganzen DLCs alle nachkaufen muss oder dass man da so viel Geld ausgeben muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nee, bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich bin auch ein Typ, der hasst normalerweise DLCs. Vor allen Dingen, wenn du Spiele hast, die erst entwickelt werden und dann im Nachhinein zerstückelt werden, damit du das die Teile als DLCs rausbringen kannst, ist eine riesige Scheiße. Keine Frage. Aber erstens ist das bei ATS und ETS nicht der Fall, sondern du hattest halt dein Grundspiel und das wird halt erweitert im Nachhinein. Und das kannst du natürlich dann als DLC rausbringen, klar. Und vor allen Dingen so groß wie diese DLCs sind und zu den Preisen, die rausgebracht werden, ist das halt voll gerechtfertigt. Und letztens war ja zum Beispiel auch so ein Angebot, wo du beide Spiele zusammen für, weiß nicht, mit allen DLCs irgendwie für 200 Euro oder sowas bekommen hast, weil alles um mindestens 50% reduziert war oder irgendwie so. Warum fährt er? Ey, ich will fahren, ich habe Vorfahrt. Ich brauch ja Sonne. Ich habe immer Vorfahrt und wenn ich keine Vorfahrt habe, dann habe ich Vorfahrt. Das ist doch völlig logisch. Ja, deswegen, also allein hier mit dieser ganzen mit dieser Texas Map. Es könnte halt ein komplettes Vollpreistitelspiel sein. Also, so riesig. Warte mal kurz, ist das jetzt die Strecke, wo ich früher... Es ist die Strecke, wo ich früher mal lang gefahren bin. Bevor es Texas gab's, war das Stück ja trotzdem schon im Spiel mit drinne. War halt nur nicht auf der Landkarte zu sehen, ne? Da war, glaube ich, genau. Hier war früher immer gesperrt, bei der 1.45er Version. War hier gesperrt. Aber die Straße war, glaube ich... Ich weiß gar nicht bis wohin, aber die waren ganze Stücke schon vorhanden. Ah ja. Ja, nee, also wie gesagt, dieses Spiel ist einfach zu gut. Und jeden Penny wert. Das habe ich auch bei Steam so als Rezession reingeschrieben. Ja, weil ist ja bei Amazon und bei Steam ist ja immer so, sobald ein Spiel kaufst, bitten dich die Plattform ja eine Rezession abzugeben. Und da habe ich das einfach mal direkt gemacht. Oh, ich war gerade falsch. Und da habe ich das einfach mal gemacht, habe einfach reingeschrieben, dass für die Leute auf Steam, für die der Preis erstmal abschreckend ist, dass sie da keine Angst haben brauchen, als halt wirklich jeden Penny wert ist. Oh, hier ist Hobbs und Shaw. Aber wo ist denn Shaw? Ja, vielleicht finden wir den später noch. Wir kommen halt nicht mal annähernd zu unserer Werkstatt, ne? In der Zeit. Aber schauen, vielleicht haben wir also so einfach mal so ein bisschen rum. Und guck mal, wie weit der noch entfernt ist. Können wir original vergessen. Der will immer mal hier lang fahren. Weil das war ja auch so eine Stelle, die auch schon früher vorhanden war, ne? Da war der Abschnitt war vorhanden bis hier irgendwo. Hier war ein Ende. Und der Abschnitt war vorhanden. Ich glaube, dieser Ortschaft hier. Oder. Weiß ich gar nicht. Also. Hör mal kurz. Hier geht's weiter. Und. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war hier auch noch ganze Stücke befahrbar. Oh, das ist der Bahnübergang, das ist eine Straße. Bin ich gut oder was?
Mann, diese Alpha-Wände gehen mir halt so auf die Eier. Ich weiß, man soll im echten erst losfahren, wenn die Ampel offen ist, also komplett hoch oben ist. Aber dass da halt immer noch diese Alpha-Wand ist und die erst weg ist, wenn die Treibung halt wirklich oben ist. Vor allem, wie gesagt, bei sowas, wenn schon Alpha-Wand, dann sind es auch eine, die keinen Schaden macht. Weil im echten, wenn du im echten durch so eine Schranke durchfährst, erstens weil er nicht mal mehr eine Schranke, bäh. Und dann, wenn die Schranke zu wäre und du da durchfährst, gut, wenn es da nur mehr gerade Zug ist, ja, sieht es ein bisschen anders aus. Aber wenn da halt kein Zug ist und da nur die Schranke ist, dann hast du halt maximal ein bisschen Lackschaden, weil die Ampeln sind dazu da, um durchbrochen zu werden. Wobei, halt, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß zumindest, dass es in Europa so ist. Ne, weil in Amerika ist es ja so, du hast, wenn du Waldübergang hast, hast du nur aus der Richtung, wo du rauf fährst, hast du eine Schranke. Ne, da, wo du runterfährst, hast du keine Schranke mehr. In Europa hat er aber immer auf beiden Seiten einen Schrank. Und für den Fall, dass ein Auto, ne, da mal gefangen wird, zwischen zwei Schranken, sind die Schranken generell so konzipiert, dass das Auto einfach die eine Schranke dann durchbrechen kann. Modernere Schranken sind sogar so aufgebaut, dass sie dabei halt komplett heile bleiben. Das heißt, da knietet sich dann einfach nur das Ding kurz nach oben und faltet sich dann wieder zurück. Ältere Schranken gehen dabei schon kaputt. Wobei sie aber immer wieder relativ leicht repariert werden können. Da brauchst du halt einfach nur das Ersatzblatt. Also das Ding, was dann runtergeht, halt, muss ersetzt werden. Aber die Schranke selber, die Mechanik dahinter, die Hebemechanik und sowas, bleibt dann in der Regel heile. Oh ja, klar, mach ein Tänzchen. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, bei Europa hast du halt das Problem, dass du halt auf beiden Seiten Schranken hast und es Situationen geben kann, wo du dann halt gefangen wirst zwischen den beiden. Und dementsprechend sind die halt so gebaut, dass du die halt durchbrechen kannst, was halt in Amerika nicht der Fall ist, weil da hast du halt nur auf einer Seite die Schranke. Von daher weiß ich nicht, wie die gebaut sind, ob die tatsächlich doch klassisch mit einem Stahlrohr, dass halt einfach wirklich ein Stahlrohr genommen wird, was dann runtergeht, weil das dann auch beim Fahrzeug selber erheblichen Schaden verursacht. Ich meine, durchbrechen kannst du wahrscheinlich trotzdem, weil es ist letztendlich trotzdem nur ein Stahlrohr. Und dadurch, dass du ein relativ großes Hebelverhältnis hast, kannst du es also locker entweder abknicken oder du drehst einfach die gesamte Schranke ab. Was natürlich dann wesentlich mehr Schaden hinterlässt bei der Schranke. Aber durchkommt tust du so oder so. Was? Wo schickt der mich schon wieder lang? Er hätte mich doch einfach hier geradeaus und dann nicht hier abbiegen lassen können. Habe ich gerade selber auch nicht so drauf geachtet. Aber weißt du was? Ich stelle es einfach mal da hinten auf den Parkplatz. Ah ne, der war hier. So, hier irgendwo. Ah ne, falsche Richtung. Ich hätte andersrum. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warum ist da eine Ampel, eine Laterne? Das wird doch vielleicht schon wieder hier alles nix. Alles, was ich wollte, ist ein bisschen Liebe. Bleib jetzt mal stehen, ja, der bleibt stehen. Ich hab gesagt, du musst stehen bleiben. So. Oh, hier ist aber auch zu eng. Da ist ein Schild, da ist eine Laterne, die man im rechten Rückspiegel schon sieht. Kommt da auch nie im Leben rein. Machen wir also so und dann so und dann.
So, sieht schon besser aus. So, kann ich das hier parken? Das ist die Frage. Ach nee, halt! Ich muss da hinten irgendwo parken. Ich muss gar nicht hier vorne. Okay. Hier muss ich parken. Ja, ein bisschen schief vielleicht hier. Einmal könnte ich da eine Park rein, aber. Naja. Viel gerade wird es auch nicht mehr. Hashtag läuft. So, dann pimpern wir mich gleich hier mal. Jetzt abschalten, bitte. So. Gut. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge dann schön wieder ausgeschlafen beginnen. So, das heißt, wir sind ausgeschlafen, wir sind weitestgehend getankt. Wir sind raus aus einer Mission. Also alles paletti. Achso, siehst du, ich kann auch die Route habe ich schon zurückgesetzt, ne? Ne. So, zurücksetzen. So, jetzt ist alles paletti. Genau. Jutschen! Ja, wirklich, das lasse ich an. Ist ja langer Auflieger. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Und damit auch erstmal wieder für ATS. Und dann sehen wir uns dann später wieder zu wahrscheinlich. Also, auf jeden Fall zu meinem Test, beziehungsweise mein Klon. Aber ich weiß noch nicht, ob das normale Folgen werden. Weil ich will nämlich auch vielleicht mal wieder ein bisschen rumtesten, jetzt wo ich ja endlich Glasfaser habe. Ob das jetzt auch mit Livestream und so funktioniert, weil für mich haben Livestreams die gleiche Anforderung. Die werde ich dann ja auch in 4K 60 FPS machen. Und die Bandbreite, ich meine, wir haben aktuell so im schlechtesten Fall 12 Megabyte pro Sekunde Upload. Also das sind halt mindestens 100 Megabit. Also für 4K 60 FPS sollte das doch locker reichen, ne? Von daher würde ich da ein bisschen rumprobieren. Aber gut, das ist jetzt für ATS sowieso uninteressant. Von daher, wie gesagt, als nächstes kommt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen was anderes. Und dann mal schauen. Das war's auf jeden Fall für ATS, für diese Session. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Ronny.